Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In Mexiko nimmt die Gewalt im Zusammenhang mit der Drogenkriminalität immer größere Ausmaße an. Im nordöstlichen Bundesstaat Tamaulipas hat die Polizei auf einem Bauernhof 72 Leichen gefunden, vermutlich Opfer einer Drogenbande. In der Gegend hatte es zuvor Kämpfe zwischen rivalisierenden Drogenkartellen gegeben. Erst gestern war in der Nähe von Mexiko-Stadt ein Massengrab mit mutmaßlichen Opfern des Drogenkrieges entdeckt worden. Im bislang größten